Wichtig ist, dass wir seriös aussehen, dass man sofort erkennt, hier sind drei Männer, die Verantwortung für ihr Land zu übernehmen bereit sind. Das einzige Problem, vor dem die Männer stehen, die Eigenkapitaldecke der angehenden Politiker ist extrem dünn. Da sie dieses Problem noch an keinen Fachausschuss delegieren können, wenden sie sich erst einmal an einen erfahrenen Textilfachverkäufer. Wir gehen in die Politik und möchten seriös wirken. Seriös. Wenn also irgendwas hier bei Größe 106, dann muss man drei Knöpfe nehmen, glaube ich, in der Politik, nicht zwei, ne? Wirklich? Den probiere ich mal an. Ja. Das ist für mich. Gehen Sie auch in die Politik? Ich bin doch schon. So. Heben wir uns da von anderen Politikern ab, wenn wir sowas tragen? Das ja. Im positiven oder im negativen Sinne? Negativ, würde ich sagen. Ja. Das sieht auch sehr gut aus. Da ist das schon, Anne ist keine Weste bei. Das wird uns nicht stehen, oder? Was der Herr da gerade? Weniger. Das ist auch nicht seriös genug, diese Farbe, glaube ich. Noch sind sich die Herren nicht ganz einig, ob ein weißes Showjackett die politische Karriere eher bremst oder befördert. Wer will denn in die Politik gehen? Der Wahlkampfleiter Behrendt, der Generalsekretär Tom Hintner und ich. Ja. Und mit vielen Leuten. Geht doch am besten so, wie wirklich? Ihr seid. Das ist am besten, ja. Ah, da gucken die anderen. Da müsst ihr lange dann euch durchbeißen und dann könnt ihr sagen, wir sind so. Ja, das sieht im Parlament scheiße aus. Wir sind immer noch wie wir waren. Nein, das sieht scheiße aus im Parlament bei den Übertragungen doch, oder so. Aber das ist ja nun mal jetzt, Politik ist kein Showgeschäft. Also man muss da reingewachsen sein. Okay, es gibt natürlich Leute, die sind Politiker und die machen dann auch Showgeschäft, ganz klar. Irgendwie so im Nachhinein, das sind aber alles so verflossen, die sind alle schon, ja, wenn ich so daran denke, in der Zeit, wo die dann regiert haben, war das vielleicht kein Showgeschäft. Aber wenn man jetzt so zurückdenkt, Ludwig Erhard mit der dicken Zigarre zum Beispiel und im Profil sitzend, wurde ja oft so karikiert und so. Das wird dann nachträglich auch noch zum Showgeschäft. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Im Moment sieht es nicht so aus. Ich habe den Anfang des Satzes vergessen. Kannst du den mal wiederholen? Ja, das ist doch normal. Stimmt. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Das muss man als Politiker können. Wir müssen weiter, Helge. Vielen Dank. Tschüss. Und tschüss. Ich weiß, der Satz war zu lang.